Der M3 Touring liegt mir besonders am Herzen. Nicht nur, weil ich ein Fan dieses Fahrzeugkonzeptes bin, sondern auch, weil es uns gelungen ist, Begeisterung für dieses Fahrzeug im Unternehmen auszulösen. Egal, ob du alleine fährst, zu zweit oder eben voll beladen, er ist immer ein M3. Genau so soll er sich anfühlen. Wichtig ist eine komplett neue Fahrdynamikabstimmung. Um das eine klare Ziel zu erreichen, er soll fahren wie ein echter M3. Mein Name ist Hans Rahn. Ich bin verantwortlich für den Fahrzeugmusterbau und das Rapid Prototyping und freue mich total, dass wir die Idee vom M3 Touring haben umsetzen können. Hallo liebe M-Fans und herzlich willkommen bei der BMW M im Fahrzeugmusterbau bzw. im Prototypenbau. Ich möchte euch heute mitnehmen auf eine Zeitreise mit der Überschrift BMW M3 Touring. Und dazu habe ich euch ein besonderes Exemplar mitgebracht, den ersten und einzigen M3 Touring auf Basis der dritten Generation M3 E46. Vor 20 Jahren, 21 Jahren inzwischen, waren wir schon davon überzeugt, wenn man die reinen Gene eines M3 kreuzt mit der Variabilität und dem Alltagsnutzen eines Tourings, dass da ein ganz tolles Konzept rauskommt, ohne Abstriche an den Eigenschaften und den typischen Eigenschaften eines M3 machen zu müssen. Und herausgekommen ist dieses Fahrzeugkonzept, das heißt, es gibt nur einen davon. Und wie ihr seht, trägt er alle Insignien der damaligen M3-Zeit, den Power Dome an der Frontklappe, wenn wir zur Seite gehen, die Kieme, auch eine Ikone bei uns und besonders auch in dieser Zeit. Der E36, der Vorgänger hatte die noch nicht. Das war damals einmalig und wir waren im Fahrzeugaufbau natürlich vor der Herausforderung gestanden, die kurze vordere Seitenwand des Tourings zu kombinieren mit der längeren Seitenwand des Coupés und gleichzeitig die Kieme einzufügen. Das heißt, wir mussten die Seitenwand schneiden, sie neu zusammensetzen. Aber das Endprodukt, glaube ich, spricht für sich. Dann natürlich zu der damaligen Zeit der typische M-Spiegel. Und wir sind dann weitergegangen über den Schweller, der auch ganz spezifisch ist, bis hin zum hinteren Rathaus. Wir wollten hier natürlich die Türen des Touring behalten und nicht verändern, mussten aber gleichzeitig natürlich die breite Achse des M3 einfügen. Und da ist eine weitere Ikone entstanden, nämlich dieses ausgestellte Rathaus, diese dynamische Fläche, die man von allen Perspektiven her sieht und die einfach Kraft und Stabilität symbolisiert. Wenn man dann weitergeht, hatten wir natürlich die Herausforderung, die hintere Stoßfingerverkleidung anzupassen an den dynamischen Radlauf und dann geht es halt weiter ins Heck. Das Heck ganz bewusst, nicht überbetont, sondern nur mit den typischen Insignien versehen, die vier Endrohre, der Diffusor und natürlich das M-Badge. Nach dem Überblick über dieses tolle Auto fragt ihr euch sicher jetzt, warum ist der nicht gekommen damals? Und es lag an der technischen Komplexität. Der Sprung vom Coupé zum Touring war sehr, sehr groß. Ich habe es euch erklärt, bis in den Rohbau hätten wir ändern müssen. Und insofern konnte man sich damals leider nicht für den Serieneinsatz dieses Autos entscheiden. Aber die Flamme der Begeisterung ist nie erloschen und 20 Jahre später mit neu gemischten Karten und neuen Randbedingungen haben wir nochmal einen Versuch gewagt und den erklärt uns der Dirk, der das unterstützt hat auch. Mein Name ist Dirk Hecker. Ich bin verantwortlich für die Entwicklung der BMW M GmbH. Die Autos 20 Jahre alt, immer noch sehr begeisternd. Der Touring-Gedanke hat uns nie verlassen. Der Touring natürlich mit seiner Abwandlung, mit seiner Nähe zur Limousine, hat dieses Mal die Chance bekommen und wir haben es geschafft, ihn in der dritten Nachfolgegeneration jetzt wirklich ernsthaft anzugehen. Wir haben mit einem ähnlichen Konzept, mit einem frühen Versuchsträger Überzeugungsarbeit leisten können, sodass das Unternehmen und alle Entscheidungsträger nicht Nein sagen konnten. Und deshalb freuen wir uns jetzt natürlich, dass die Leidenschaft, die schon immer in uns vorhanden war, ihre Umsetzung findet. Das heißt, der neue M3 Touring wird kommen und wird euch, wird die Fans letztendlich begeistern, wie er uns begeistert hat.
So, das ist er jetzt hier, der letzte Stand. Dachkantenspoiler bei uns im 3D-Druckverfahren entstanden und lackiert. Ich glaube, das schaut sehr gut aus, sehr schön aus. Das gibt dem Heck und dem Auto damit auch nochmal so den finalen Kick. Ich glaube, da haben wir wirklich in der Summe ein ganz adrettes Paket geschnürt. Der wird begeistern, bin ich mir absolut sicher. Das glaube ich auch. Was ich besonders spannend finde, Hans, ist, wo das Auto jetzt steht. Weil du erinnerst dich ja vielleicht auch, wir haben das Auto damals hier im Prinzip vorgestellt, dem Führungskreis, der Geschäftsführung. Und das war ja so ein bisschen der Start letztendlich für die finale positive Projektentscheidung. Das Auto war ja entstanden in einer kleinen Runde mit viel Leidenschaft. Wir hatten ja auch vorher der Vorstellung gegenüber dem Führungskreis auch alle beteiligten Mitarbeiter hier, die mir das Auto gezeigt haben. Und ich glaube, man hat von Anfang an gespürt, dass alle Beteiligten mit viel Herzblut hier was ganz Tolles auf die Beine gestellt haben und dass das Unternehmen und alle Entscheidungsträger auch eigentlich gar nicht umhin konnte zu sagen, nee, das Ding ist so toll, so gut gelungen, das werden wir auch unseren Kunden nicht vorenthalten. Und so sind wir letztendlich zur absolut richtigen Entscheidung gekommen, jetzt erstmalig nach vielen Jahren wieder ein Touring-Angebot zu machen. Ich finde es mega cool, dass es gelungen ist. Ich glaube, das ist auch typisch M. Das war schon ein ganz besonderer Tag, weil das war nicht nur die Initialzündung für die Geburt des M3 Touring. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass das auch ein Führungskreis war, wo es darum ging, andere Ideen umzusetzen, zu diskutieren. Und eine andere tolle Idee, die uns ja damals auch gekommen ist, ist die Produktion des M4 GT3 Rennfahrzeuges, was wir inzwischen ja auch schon gestartet haben, ist am gleichen Tag entschieden worden. Deshalb in der Summe nicht nur der M3 Touring, sondern auch diese Entscheidung ein ganz besonderes Highlight in meinen Jahren bei der M GmbH. Ja, auch für mich eine Zeit besonderer Momente in der Umsetzung dieses Autos. Und wie wir das Auto tatsächlich jetzt aufgebaut haben, das erklären uns der Christian und der Hubert. Wir müssen aus diesem Potenzial M3, M4 deutlich mehr machen. Lasst uns wieder über den Touring nachdenken. Und das war wohl die Geburtsstunde vom M3 Touring, damals in Schweden im Winter 2019.